Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr hattet einen wunderschönen Tag und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann, denn ich weiß, ihr seid alles meine kleinen Günstmäuse und ich habe so ein bisschen durch meine vergangenen Videos geschaut und geschaut, was euch immer sehr, sehr gut gefällt. Und Überraschung, Drogerie-Make-up und zwar Drogerie-Favoriten. Und deswegen habe ich hier einige Produkte, die es aktuell in der Drogerie gibt, beziehungsweise doch, ja, aktuell sind sie alle da und die wollte ich euch einfach nochmal vorstellen. Wir schminken Look und das sind die Produkte, zu denen ich aktuell jeden Tag greife. Hier sind ein, zwei Produkte drin wahrscheinlich, die ihr noch nicht seht. Ich rede aber davon, als hättet ihr sie schon gesehen, denn ich habe so ein paar Videos vorgedreht, weil wir ja im Urlaub sind, beziehungsweise waren, wenn ihr das Video seht, sind wir gerade schon weg. Also ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, ihr werdet dann spätestens, wenn das eine Video online kommt, verstehen, warum ich das Ganze hier in diesem Video habe. Ich will gar nicht viel Zeit verlieren, aber bevor es losgeht, freue ich mich, dass ich endlich wieder einen Beauty-Mates-Code für euch habe. Euch ist es wahrscheinlich aufgefallen, dass ich seit einer ganzen Weile keinen mehr hatte. Und heute habe ich wieder einen und ich wollte euch einfach nochmal mein Beautiful Eyes Set vorstellen. Das ist der Augenlifting Booster und die Hyaluron Creme Lift und beide Produkte kennt ihr schon. Aber das ist tatsächlich meine Geheimwaffe, vor allen Dingen in den letzten Wochen gewesen, wo es bei mir super, super anstrengend war. Ich sehr wenig geschlafen habe und sehr, sehr viel Zeit vorm PC verbracht habe und nicht im Bett. Und das ist einmal der Booster. Hier ist ein Phytokomplex und Vitamin B3 mit drin. Was ich gerne mache, kleiner Pro-Tipp, ich mische da noch ein bisschen vom Koffein-Booster mit rein und gebe mir das dann einfach unverdünnt unter die Augen und blende mir das so ein bisschen ein. Das hinterlässt einen schönen frischen Glow. Die trockenen Fältchen werden direkt aufgepolstert, langfristig. Verringert das natürlich dann auch Augenringe und mit der Liftcreme, die ich schon aufgetragen habe, ihr seht, die ist schon wieder fast leer, habe ich einfach ein super, super schönes Ergebnis auf der Haut. Es gibt sehr viele verschiedene Booster bei Beautymates und mit meinem Code, der auch endlich wieder ein 30% Rabattcode ist, zwischendurch hatte ich ja nur noch einen 20% Rabattcode, könnt ihr einfach gerne nochmal zuschlagen. Ich weiß nicht, wann ich den nächsten Code wieder bekomme, aber der ist jetzt auf jeden Fall kurze Zeit gültig. Das Schöne bei Beautymates ist, ihr könnt genau eure Hautpflegeroutine auf eure Hautbedürfnisse abstimmen. Ihr habt eine künstliche Intelligenz, die anhand eines Fotos beispielsweise, was ihr hochladet, eine Hautanalyse durchführen kann und die ist extrem präzise. Ihr könnt aber auch einfach ein kleines Quiz machen und findet viele verschiedene Booster. Es gibt Selbstbräuner-Booster, es gibt etwas für reifere Haut, es gibt Koffein. Es gibt ganz, ganz viele tolle Booster, die sehr hoch konzentriert sind und alles hier made in Germany. Also schaut da gerne vorbei. Große Empfehlung von mir, Augenlifting Booster und der Koffein Booster, meine Geheimwaffe für sehr, sehr müde Augen. Und jetzt, Freunde, geht's los mit dem Video. Freunde, ihr seid meine kleinen Drogeriemäuse. Das ist immer so lustig, wenn ich das Wort Günstmaus ausschreibe, dann sind immer ganz, ganz viele überrascht, dass es Günst von günstig und Maus ist. Manche denken Günz wie Günzelstraße, gibt alles, aber ihr seid meine kleinen Günstmäuse. Und deswegen habe ich hier wirklich eine Menge Drogerie-Make-up mitgebracht, was sehr, sehr gut ist. Und meiner Meinung nach, man für den Alltag eigentlich nichts anderes braucht. Und ich starte als erstes mit einem Produkt, was ich euch gerne zeigen möchte. Das ist ein Pure Serum von Isana. Ein Hyaluronserum mit Panthenol. Und das ist so krass, ne? Es gibt ja diese ganzen, ich sage keine Namen. Es gibt viele Marken auf Instagram mit so Rasieröl und was weiß ich, was es da alles gibt. Und mit diesem Serum braucht ihr das nicht. Das Panthenol da drin, das ist richtig, richtig gut. Vor allen Dingen benutze ich das immer hier in dem Bereich, wenn ich mich rasiert habe. Es beruhigt sofort die Haut und es zieht sehr schnell ein, hinterlässt so eine leichte, klebrige Konsistenz. Recht ähnlich wie diese Creme von Nivea, halt aber ohne Parfum und ohne Schnickschnack, ohne Glitzer, ohne alles Mögliche. Eine sehr, sehr große Empfehlung. Ich meine, dass Shenya das auch sehr gut findet. Ist kein Parfum, keine Silikone, keine Parabene, keine Paraffine und kein Mikroplastik mit drin. Genauso wie bei Beautymates im Übrigen. Ne? Das ist da alles auch nicht drin, aber das ist für mich ein sehr, sehr guter Primer. Also ich benutze das nicht unbedingt als Skincare, da habe ich meine anderen Produkte, aber das ist ein sehr, sehr guter Primer. Die Inzi-Liste ist auch recht kurz, soweit ich mich erinnern kann. Und ich mag das vor allen Dingen gerne, deswegen habe ich es mitgenommen als Rasierpickelchen-Schutz. Wir machen weiter mit einem Primer, mit einem richtigen Primer und der ist von Maybelline. Das ist der Fit Me Luminous and Smooth Primer. Den hatte ich euch mal gezeigt, ich weiß gar nicht mehr in welchem Video. Ich glaube Drogerieneuheiten oder so.
Das ist wie eine Sonnencreme. Ich glaube, der hat auch einen Lichtschutzfaktor mit drin. Ja, 20 ist eh Trash, ne? Aber hat er mit drin. Und der hinterlässt diesen speckigen Hautlook, den ich ja so gerne mag. Vor allen Dingen jetzt, wenn es eher ein bisschen kühler wird. Ihr seht sofort, ne? Diese Bewegung auf dem Gesicht ist da. Mein Gesicht ist im Moment sehr sensibel, weil ich ja diese Retinolkur gerade mache. Aber der Primer ist einer der, also wenn ihr wirklich eine trockene Haut habt, ist das einer der besten Primer, die ich euch empfehlen kann aus der Drogerie gerade, weil er. Der macht nicht so viel Quatsch. Da ist nicht irgendwie noch ein bisschen Glitzer und ein bisschen dies und ein bisschen das mit drin. Das ist einfach eine Creme mit Lichtschutzfaktor, die aber diesen Glow hinterlässt. Und nach einer Weile, wenn die Foundation so ein bisschen durchkommt, ist das eine sehr, sehr schöne, ebenmäßige, glowige Base. Ich habe lange überlegt, welche Foundation ich in dieses Video mitnehme, weil eigentlich benutze ich seit Monaten nur noch diese drei. Und zwar einmal hier von L'Oréal die Perfect Match Nude Foundation. Wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfoundations aus der Drogerie für Tage, wo es sehr trocken draußen ist und wo meine Haut auch trocken ist. Es gibt natürlich auch die Rival de Loop Hyaluron Foundation, aber auch die Trended Up Hydro Foundation, Hydro Stay Foundation. Auch eine sehr, sehr gute. Ich habe da ein komplettes Video zu gemacht. Ich möchte auch die heute benutzen. Das ist eine gute Alternative zu der von Rival de Loop, aber nur von den Farben her. Also von der Langlebigkeit und vom Finish her sind die ähnlich. Die von Rossmann ist sogar noch ein Stückchen günstiger natürlich. Aber ne, also wenn ihr eher so in die gelbe Haut neigt, ist definitiv die von Trended Up die bessere. Ich nehme hier auch erstmal einen Brush und arbeite mir die Foundation zuerst mit dem Brush ein und dann gehe ich einfach mit meinem Microfiber Multitool nochmal rüber, um das alles so ein bisschen ebenmäßiger zu machen. Tatsächlich, also seitdem ich das Microfiber Tool rausgebracht habe für euch und auch, dass ihr es kaufen konntet, übrigens, der Restock ist schon unterwegs. Also ist gerade in der Produktion und dann dauert es nicht lange, bis es dann hier ist. Also ich denke mal, im November können wir sogar schon den Restock haben. Ihr seht direkt, bevor ich überhaupt mit einem Tool rübergegangen bin, dass das Ganze eine schöne Deckkraft hat, eine schöne Bewegung auf der Haut und das bleibt auch so, ne? Also ihr könnt das natürlich dann am Ende mit Puder setten, mache ich natürlich auch. Im Alltag kommt dann aber natürlich auf jeden Fall der Glow durch. Also wenn ihr eine sehr fettige Haut habt, ist die Kombination an Produkten wahrscheinlich nicht unbedingt euers, aber ihr könnt einfach die Foundation austauschen, vielleicht mit der Maybelline Superstay Active Wear, die ich bei sehr öliger Haut immer gut empfehlen kann. Alright, die Foundation ist einmal eingearbeitet und ihr seht, das Ergebnis ist eine schöne Sache, mag ich gerne, lieben wir. Beim Concealer, eigentlich benutze ich recht wenig Drogerie-Concealer im Moment, aber ich habe hier den True Skin Concealer in einer recht dunklen Farbe. Ich habe nämlich einen Trick gelernt, erst mit dem dunklen runtergehen und also im Prinzip noch hier mit diesem von Charlotte Tilbury als erstes, dann den dunklen Concealer und dann den hellen von Frau Beauty, glaube ich, heißt sie. Finde sie ganz, ganz toll und sie hat halt diese Tricks gesagt, um bei starken Augenringen, so wie ich sie ja habe, dass es nicht so aschig unten durchscheint nach einer Weile und deswegen erst mit einem dunklen und dann nehme ich einfach noch einen helleren und blende mir das mit dem Microfiber Multitool aus. Falls ihr das haben wollt, die Warteliste wird nicht geschlossen. Also ihr könnt auf meine Webseite gehen und euch da auf die Warteliste setzen lassen, falls euch dieses Produkt interessiert. Ganz, ganz wichtig, weil ich schon ein paar Nachrichten bekommen habe. Ich habe die Verpackung jetzt auch angepasst, dass das extra nochmal draufsteht. Ich dachte mir, dass das eigentlich klar war vorher. Bitte nicht mit Weichspüler waschen. Damit. Ich habe das hier einmal gemacht, um euch das werdet ihr jetzt nicht erkennen. Das Ding ist mit Weichspüler gewaschen und dadurch verkleben die Fasern einfach. Das ist dann nicht hinüber, einfach nochmal waschen ohne Weichspüler und dann ist es wieder in Ordnung. Okay, wir können das Ganze einmal setten und dafür habe ich aus der Iggy Azalea X BH Cosmetics Collection die Totally Snatched Palette. Die ist fantastisch. Ich liebe, liebe, liebe diese Palette. Ich nehme mir mal einen Pinsel hier und gehe einfach in alle drei Farben. Ich finde, das passt bei mir am besten, fokussiere es aber eher auf den rosanen Teil. Und dann gehe ich damit einfach über mein Gesicht und sette das so ein bisschen. Ich möchte den ganzen Glow nicht unbedingt wegnehmen, aber auch so ein bisschen aufhellen sein, weil der Concealer jetzt natürlich so ein bisschen dunkler ist. Und dadurch könnt ihr so ein bisschen Highlights und dunklere Spotlights, dunklere Shadows. Ihr könnt es ein bisschen heller und dunkler machen. Ihr könnt natürlich auch mit dem Tool dann hier reingehen. Ich falte mir das dann immer so und gehe dann so ein bisschen in diese Farben und dann einfach direkt unter die Augen und ihr seht sofort diesen aufgehellten Look. Love it.
Das ist tatsächlich auch direkt mein Bronzer, den ich benutzen möchte. Und dafür gehe ich auch in alle drei. Der dunkle ist gar nicht so dunkel, wie man denkt. Der ist eher so ein bisschen wärmer und gibt dem Gesicht einfach diesen super, super schönen Bronzy-Touch. Und wenn euch das zu hell ist oder zu dunkel, könnt ihr immer noch in die helleren Farben gehen und das Ganze so ein bisschen mischen. Ich finde, mit diesen Produkten, die ich jetzt in diesem Video benutze, wird die Base sehr frisch. Also ich habe ja wenig Puder benutzt. Die helleren Töne sind keine richtigen Setting-Puder. Das merkt man schon, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man das so ein bisschen im Alltag trägt. Es wird dann natürlich ein bisschen glowiger. Falls euch das aber nicht reicht, könnt ihr einfach mit einem losen Puder hier so ein bisschen überall rüber gehen und habt dann eine sehr schön gesettete Base. Okay, wir können zum Blush kommen und da habe ich hier von Letizia Lehmack und Love die Dream Glaze Blushing Duo Palette mitgebracht. Ich liebe die, vor allen Dingen die Farbkombination aus beiden. Ich gehe zuerst in diesen Peachy Ton und setze mir den hier oben hin und blende den richtig schön in meinen Bronzer ein. Damit kann man es ruhig ein bisschen übertreiben. Die haben beide so ein kein richtiges Glitzer mit drin, aber so einen leichten Schimmer. Und dadurch, dass ich den recht hoch setze, liftet das Gesicht gleich und zieht sich so ein bisschen in den Bronzer mit rein. Und dann gehe ich einfach in den Pinken und den setze ich mir viel, viel weiter vorne und habe dann so einen Multi-Blush-Effekt, ne, das so ein bisschen übers gesamte Gesicht wandert. Also wirklich große, große Empfehlung. Das ist nicht ganz so günstig. Vielleicht gilt mein Code da noch, ich weiß es nicht. Schaut mal in dem Letizia Lehmack-Video. Jetzt kommen wir zu den Augen und ihr wisst, ich bin im Alltag eher recht reduziert, was mein Augen-Make-up angeht. Aber ich mache tatsächlich seit einer Weile immer mit dieser Palette einen kleinen Look. Ich nehme mir einen fluffigen Blendepinsel und gehe hier in die Farbe in der Mitte und gebe mir die einfach in die Crease. Die sind halt schön stark pigmentiert, sodass ihr sie auch mehr oder weniger als Lidschatten benutzen könnt. Ihr könnt auch in den dunkleren Ton gehen und dann habt ihr natürlich noch einen viel, viel dunkleren Look. Aber gleich kommt meine absolute Meisterdisziplin. Schaut mal, wie zart und subtil dieser Look ist. Das Ganze wird jetzt aber noch ein bisschen getoppt. Und zwar von diesem Schätzchen hier. Und das ist ein Shimmer Cream Eyeshadow von Trended Up, der Eigenmarke von DM. Und das ist ein ganz intensiver Schimmerton, mit dem ich einfach hier über mein bewegliches Lid gehe. Und ich finde, das sorgt für diese Bewegung, für diese, so ein bisschen sieht das aus wie diese Wet Skin, diese Glossy Eyelids, ohne dass es glossy ist. Ihr könnt das als Highlighter benutzen. Aber ich finde es am schönsten halt auf dem Auge, weil ihr seht, ne, wenn ich mich so bewege, das öffnet das Auge, das macht so einen kleinen frischen Look nochmal rein. Und dann könnt ihr auch mit einem kleinen Pinsel euch einfach hier so ein Inner Corner Highlight setzen. Das ist super dezent, aber sorgt halt für einen etwas wacheren Look. Wenn ihr Probleme habt, morgens einfach ein bisschen wacher auszusehen, Bronzer in die Crease, dieses Ding einfach aufs bewegliche Lid, good to go. Ich habe ein Produkt vergessen, das habt ihr schon gesehen. Das ist aus der Coffee to Glow LE von Essence. Ich habe erst gedacht, so, was mache ich denn damit? Oh, ich habe eine Kaffeebohne verloren. Das Packaging ist nicht so cool. Das riecht aber fantastisch. Das sind so Highlighter Beans, die man als Highlighter benutzen kann. Ich finde, als Highlighter sehen sie aber nicht so schön aus. Also, sie sehen wirklich aus wie so kleine Kaffeebohnen. Was ich damit gerne gemacht habe in der letzten Zeit, ist, ich bin einfach hier rüber gegangen. Über mein komplettes Gesicht. Meistens reicht es auch, wenn man so ein bisschen in den Deckel geht und dann alles so ein bisschen rübertoppt. Das ist sehr, sehr ähnlich mit dem Hourglass Finish Veil vom Effekt her. Ihr seht, ne? Das ist so eine ganz, ganz leichte Bewegung auf der Haut, die aber sehr, sehr schön zur Geltung kommt, wenn das Licht ins Gesicht strahlt. Deswegen habe ich hier immer meine Lampe und ihr seht direkt auf der Haut, wenn ich es wegmache, sehe ich ein bisschen fahl aus. Aber wenn das Tageslicht auf euch raufscheint, dann ist das nicht glitzerig, sondern einfach nur diese sehr, sehr zarte Bewegung. Ich habe mir einmal flink die Augenbrauen drauf gemacht. Ich habe jetzt hier den Clean ID Eyebrow Pencil von Catrice benutzt. Ich benutze ihn tatsächlich sehr gerne im Moment. Meine anderen mit den ganz, ganz kleinen Spitzen sind tatsächlich alle leer gerade. Und damit, ich brauche ja nicht mehr viel. Ich habe mir die Hälfte von meinen Augenbrauen abrasiert, mache mir hier oben noch so ein Stückchen mehr hin und dann war es das. Jetzt kommen wir zu einer Mascara, die ich mir auf eure Empfehlung hingekauft habe. Da bin ich super, super dankbar für. Das ist die Lash Paradise Mascara von L'Oréal, allerdings in Braun. Und ich finde, im Alltag sieht bei mir Braun einfach
noch viel, viel schöner aus. Es öffnet die Augen anders. Ich habe recht helle Augen, grün-braun, je nachdem, wie das Licht mit reinfällt. Aber dieses, ich glaube, ihr könnt, nee, ihr werdet das nicht erkennen können. Das ist nicht so ein Braun wie der Fenty Eyeliner, den ich euch am Freitag letzte Woche gezeigt habe, sondern ein recht dunkles, sattes Schokoladenbraun. Was mich ein bisschen stört, ist die Menge an Produkt. Ich streife mir das meistens hier ab. Ich weiß, ich soll das nicht machen, aber ich benutze ja so eine Mascara eh maximal 4 Wochen und dann kaufe ich eine neue. Und damit gehe ich einfach hier rein. Und ich finde, durch dieses Braun wirken die Lashes nicht so hart. Die machen einen sehr intensiven Augenaufschlag. Ich glaube, ihr seht das, ne? Aber das wirkt einfach im Alltag ein bisschen zurückhaltender. Ich finde es eh sehr, sehr schade, dass es im Moment wenig braune Mascaren in der Drogerie gibt. Ich finde, das sieht einfach am, ja, am... Ich mag braune Mascaras am liebsten. Sagen wir es so. Ich habe die Freude daran entdeckt für mich. Und wir haben noch ein Produkt, was ich mir gerne auf die Lippen geben würde. Und das ist das Produkt, was ihr, glaube ich, noch nicht gesehen haben werdet. Vielleicht auch schon. Nächste Woche. Ich weiß es nicht. Das ist ein Lipgloss von BH Cosmetics und Doja Cat. Und ich war erst super, super skeptisch. Aber ihr wisst, ich schwöre ja auf die Huda Beauty Silk Balms. Und ich meine, dass es die noch nicht mit Farbe gibt. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch bin. BH hat aber einen Lipgloss oder 3 verschiedene rausgebracht, die vom Finish auf der Lippe her 1:1 sind, aber ein bisschen Farbe mit drin haben. Und hier ist so ein leichter, zarter Newton. Und das sieht so schön auf den Lippen aus, weil die Reflexion hier drauf einfach immens ist. Ein sehr zarter, glossy Look, aber es zieht keine Fäden, es setzt sich nichts an den Zähnen ab. Haare, weiß ich nicht, wie sie sich darin verhalten. Es ist ein Gloss, ihr werdet immer Haare im Lipgloss haben wahrscheinlich. Aber ich glaube, ihr seht die Reflexion, ne? Es reflektiert schön, die Lippen sehen viel, viel voller aus, ohne dass es britzelt. Also es soll ein plumping Lipgloss sein, aber er bitzelt nicht auf den Lippen, so wie die von Catrice beispielsweise. Ein ganz, ganz tolles Produkt. Wenn ihr euch nichts aus dieser Kollektion kauft, kauft euch das. 10% Rabatt, maximal 10. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Spray für euch. Das ist das Coffee to Glow Spray. Ich liebe das als Setting Spray. Einmal macht mich der Geruch sehr, 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 sehr glücklich und der Effekt auf der Haut ist schön. Ich muss mir noch ein bisschen die Augen zuhalten, weil die Mascara noch nicht ganz trocken ist. Aber ihr seht direkt diese Bewegung auf der Haut. Ich hatte es euch verglichen mit dem von Nimia, halt ohne, dass es riecht wie Plastik oder, weiß ich nicht, Blumenwasser. Toller, toller Duft, toller Effekt auf der Haut. Es macht das Make-up nicht unbedingt langanhaltender, aber viel, viel schöner. Und das, Freunde, waren meine aktuellen Drogeriefavoriten, mit der ihr meiner Meinung nach für den Alltag zumindest nichts anderes braucht. Ich bin gespannt, wie euch die Produkte gefallen haben. Kleiner Reminder, schaut gerne bei Beautymates vorbei. Da sind einige Produkte, die vielleicht eure Hautroutine revolutionieren können. Code dafür ist unten in der Infobox. 30% ist eine Menge bei Beautymates und nicht mehr alle Tage zu haben. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart. Wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Passt auf euch auf.